Herzlich willkommen hier vorm Bahnhof. Heute Morgen haben wir ganz spontan entschlossen, so sind wir ganz oft, dass wir von Mellerud nach Göteborg heute einfach mal einen Ausflug machen mit dem Zug. Es soll nur eine Stunde dauern und es geht gleich los. Ja, es hat ja kräftig geschneit und da mit dem Auto zu fahren, nun denn. Der Winter ist zurück. Ja, bietet sich mal an, wirklich mit dem Zug zu fahren und ja, eine Stunde, 22 Euro, sind wir mal gespannt, wie das klappt. Wir fahren nämlich auch zur Boatshow nach Eriksberg. Ja. Da hat uns der Erik draufgebracht. Da treffen wir uns mit dem Erik in Eriksberg. Ja. Alles weiß. Ja, hier ist super, ne? Wir sind total begeistert. Wirklich nur eine Stunde weg von unserem Kleinstadtbahnhof stehen wir hier plötzlich mitten direkt im schönen Göteborg. Zentral ausgestiegen. Direkt mittendrin. Mitten in der Innenstadt. In einer Stunde. In Gamla Staden. Für 10 Euro pro Person. Eigentlich wirklich super geil. 10 Euro. Ja, 11 Euro. Guter knapp. Preis, Bernd. Ja, super. Ja, gerade noch eine Minute hatten wir Zeit, sonst hätten wir das tolle Ferryboot verpasst, das uns jetzt hier gerade über den Sund bringt. Auf der anderen Seite ist unser gebuchtes Hotel für die Nacht. So, wir sind jetzt hier in Göteborg in Eriksberg angekommen, wo die Boatshow der erste Tag schon gelaufen ist. Das ist hier so der ehemalige Hafen, ne, Eriksberg, oder die Werft, die ehemalige Werft. Hier muss wohl mal eine große Werft gestanden ist der haben. Kran, riesiges Ding. Umschlagplatz. Da ist jetzt eine Container. Nee, da wurden Boote gebaut in der Werft. Okay. Und jetzt sind da Containerhäuser, da leben jetzt Menschen drin. Ne? Passt ja auch, oder? Tiny Homes gestapelt. Ja, und guck mal, hier hinten dran sind so kleine schwimmende Häuser. Und da ist ein ganz süßes aus Glas mit einem Bettchen drin. Da gehen wir mal morgen rein. Ja. Sieht Eriksberger Kran da oben hier. Ja, hab ich schon jetzt. Weißt, sieht man das? Ah. Da hinten dran ist die Boatshow. Und da sieht man auch schon so ein Tütchen. Und dann, bis dann. Na, Annika, wie war die Nacht im 4-Sterne-Hotel? Quality Hotel. Oh. Ja. Alles andere als qualitativ. Da war irgendeine Party von irgendwelchen Youngsters. Jetzt gehen wir mal ganz müde auf die Boat. Nach 14 Jahren das erste Mal im Hotel, gell? Ja, haben wir jetzt mal was geleistet, ne? Das war richtig deutsch. Fahrt. Da hinten war ja noch so eine Kanne und haben einfach davon.
willkommen auf der Eriksberger Bootshow. Heute Morgen in strahlendem Sonnenschein und jede Menge Familien. Wir waren ja gestern Abend kurz hier und hatten schon einen kurzen Einblick hier in die Bootshow gewonnen. Aber heute ist wirklich halb Göteborg, denkt man, hier auf den Beinen. Jede Menge Motoren, die stinken. Jetzt haben sie gerade den daneben dran ausgemacht. Der neueste Schrei ist anscheinend Diesel beim Bootsantrieb, hier beim Außenborder. Und ansonsten sehr wenig Segelboote leider, wie wir gestern Abend auch schon gesehen haben. Es sind heute leider nicht mehr dazu gekommen. Achtung, dass die mal erst vor. Darf man sich auch hier draufsetzen? Was für eine Riesenjacht! Braucht eine Menge Moos für sowas. Aber will man das wirklich? Wir haben gerade so schwedisch im Hintergrund was von Oligarchen gehört. Das trifft. Oh, das ist ja ein schönes Zimmer. Ja, genau das. Aber da muss man wieder die Dinge ausziehen. Nein, muss man anhaben. Achso, hier, das ist so. Was für eine schöne Sonnenterrasse. Wow, Papa. Das ist cool. Ja. Wow. Sehr, sehr bra. Wow. Das ist jetzt mal wirklich ein kleines Budget-Motorboot. Der ist immer wieder faszinierend hier, wenn man auf so eine Bootshow geht. Der größte Zulauf ist immer bei den Riesenbooten, die sich keiner leisten kann. Die Faszination für die Könige sozusagen, die sich das alles leisten können, ist immer groß. Unsere Faszination liegt da ja eher bei den Segelbooten. Guck mal, Annika, das einzige Motorboot, was wir uns leisten können, das ist das Beiboot von dem Schiff da. Oh ja, das wäre eine bra Idee. Bra Idee. 40 PS, das wäre jetzt, finde ich, noch ein vernünftiges Motorboot. Aber die gibt es hier irgendwie nicht, einzeln irgendwie zu kaufen. Die gibt es hier nur als Beiboot. Was hast du da? Wow, Waschmaschine. Super. Können wir dann hier die Wäsche zum Trocknen aufstellen auf der Badeplatte? Ja, für die Weltreise könnten wir das brauchen, ne? Jetzt fehlen nur noch die Segel. Also hier jetzt mal wirklich ein Wassergefährt. Wohnhäuschen, wie auch immer. Ein kleines Glashäuschen mit Trockentrennflug, glaube ich, ist das. Ja. Das ist jetzt mal nach unserem Geschmack, oder? Besonderen. Glashaus auf dem Wasser. Ist das nicht super? Wow, das ist. Das ist ein schwimmendes Tiny House auf dem Wasser. Das ist ja der Hammer. Und das kann man überall hin mitnehmen. Uiuiui. Das ist jetzt mal geil. Mit den Hundeschlitten wird es. Guck mal, mit kleiner auf Eis gezogen und hat wohl sogar noch ein Loch im Boden zum Angeln. Echt? Echt mit Hundeschlitten? Ja, gut, ja, das mit dem Angeln machen wir jetzt persönlich mal nicht. Wir machen es nicht. Aber, wir können den Fischen aber zugucken. Genau, das könnten wir. Das ist eigentlich irgendwie ein Wohnwagen, oder? Eigentlich ja, auch, mit einem Wohnwagen. Fahrgestell, den man auch aufs Wasser legen kann. Also das ist echt mal eine coole Geschichte. Oder sich in Nordpolen ein bisschen. Genau. Was haben wir denn dann noch? Ah ja, Musikanlage. 2 Wochen kann man wohl verbringen, hieß es, hier autark. Ach, guck mal, da sieht man, das ist ein Hundeschlitten lustig. Das ist ein echtes Highlight hier. Guck mal, was man hier für einen Blick hat vom Bett aus. Hier ist die Toilette. Trockenbrenntoilette. Ja. Na dann, sehr cool. Super. Ja, hier, da waren wir ja jetzt drin, in dieser Aurora Hut heißt das Ganze. Kann man übers Wasser ziehen, kann man wirklich auch übers Eis ziehen. Und im Prinzip kann man es überall hinstellen, wo man möchte. Und man kann das auch im Winter vor allem benutzen. Es hat einen Wassertank drin. Hat eine kleine Küche drin und ein Trockentrennklo. Ja, echt cooles Teil, fällt uns sehr gut. Der Preis ist ein bisschen hoch, aber ich denke, es bietet auch so einiges. Wie lag denn der Preis, Bernd? Irgendwie so zwischen 40.000 und 70.000 Euro liegt der Preis. Und auf der anderen Seite hat man es
kann man es auf dem Land benutzen, auf dem Wasser benutzen. Und ja, wir müssen mal im Internet gucken, mal lesen, wie die Breite ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man es eigentlich auch als Wohnwagen benutzen könnte. Wäre jetzt so meine Idee. Also, auf einem Trailer dann. Ja, wäre sehr, sehr universell einsetzbar, das Ganze. Das ist die Überraschung hier dieser Messe. Und alleine schon dafür hat es sich fast schon gelohnt, hierher zu kommen. Im Gegensatz zu den ganzen Motorschiffen hier, den großen, dicken, fitten Teilen überall. Die einen Haufen Benzin schlucken und Diesel. Ja, freut man sich doch über so kleine, nette, smarte Lösung. Wir gucken uns jetzt noch ein schwimmendes Tiny House auf dem Wasser an. Und er kommt rein am Bord. Ich glaube, man kann schon mal nicht mehr in den Bugs. Ja, nicht so, dass ich diesen Liegeplatz habe. Men det är ju sånt som man kan välja lite själv om man har det liksom. Ja. Det var väldigt, väldigt på varvet. Ja, wir waren jetzt gerade auf diesem schönen, schicken Hausboot, auf diesem schwimmenden Ponton. Das einzige Problem sind die Liegeplätze. Es gibt wohl keine Liegeplätze in Deutschland mehr, haben wir gerade erfahren. In Schweden ist es auch recht rar geworden. Man findet auch keine, beziehungsweise wenig Flächen, Liegeplätze in Häfen für dieses tolle Tiny-Wohnen. 170.000 Euro mit schwedischer Mehrwertsteuer würde dieses Hausboot kosten. Ja, ungefähr 38 bis 40 Fuß lang, 10 Meter, ungefähr 10, 11 Meter lang. Mit Dachterrasse, zwei Schlafzimmern, kleiner Küche und einem Wohnbereich. Also ich denke, hier wird sich gut Leben drauf lassen, für permanentes Leben oder zum Urlaub machen. Ja, lohnt sich, denke ich, kleiner zu werden. Annika, hast du jetzt gerade was erfahren über invasive Arten in Schweden, ne? Ja, und zwar, da geht es um Krabben speziell. Es gibt hier wohl eine heimische schwedische Krabbe. Die sieht so aus. Mhm. Ja, die hat das Hinterteil ist ein bisschen schmäler als das Vorderteil. Mhm. Und dann gibt es wohl invasive Krabbenarten, die wohl übers Meer von Schiffsreisenden, so wird vermutet, eingeschleppt werden. Und die haben eher so einen viereckigen Körperbau. Und auch andere gestreifte Füße, wie beschwedet und gesagt, wenn man die irgendwo sieht, dass man das denen kundtut, sodass die erfahren, wo denn die invasiven Arten leben. Ja, und jetzt, der Chor in Frågor. Ja. Tysk också invasiva arter i Sverige? Could be. Maybe. Ja, aber wir sind nicht schädlich für die schwedischen Krabben, ne? Wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich schädlich, oder? Für die. Ja, die vertreiben die. Ja, nee, das aber wir vertreiben keine Schwede. Nein, wir passen uns an. Haben wir vor. Guck mal, Annika, das Boot da, das wäre auch interessant. Nein, das ist doch jetzt mal eine schöne Größe. Ja. 24 Fuß. Was denkst du? Aber es ist leider nicht im Wasser und man kann auch nicht drauf und angucken. Steht auch kein Preis. Ah, Botana. Ah, Frogger, das war das, die Bavaria Botana. Da unten liegt ja die Bavaria, da heißt, da gehen wir mal hin und fragen. Ja.
aus, könnte mal zu einer Schwachstelle führen, glaube ich. Bist du? Könnte eine Wartungsfuge werden. Aber ansonsten, wie gefällt dir das Boot? Gut, sehr gut. Ich sehe hier eine rostige Schraube. Was, echt? Tschüss und Tag Boot. Von Eriksberry. Oder Eriksberry. Lässt sich gut leben, oder? Das Tolle an so einem Segelboot ist ja, wenn man den Motor abschaltet und das Boot dann wirklich nur noch mit dem Wind übers Wasser gleitet und dieses Getöse von diesem Motor aufhört, der Gestank ist weg, der Dieselabgase und ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo wir das letzte Mal segeln waren und das war dann in der dänischen Südsee. Da mussten wir relativ viel Motoren, weil da war so unheimlich tolles Wetter und auch kein Wind, aber es war jedes Mal wieder klasse, endlich dann Klackmotor aus. Zeig mal, wie es da unten aussieht, Annika. Oh, schöne Achterkammer, Annika. Zeig mal. Ups, jetzt wackelt es aber ganz schön. Das ist mal eine Inwater-Boat-Show. Da ist auch mal. Oh. Und hier ist auch ein Trockentrenn, Klo, Annika. Trockentrenn? Nee. So wie vorhin in dem schwimmenden Haus. Beim Wohnmobil, da hat man so einen Abwassertank. Ja. Und ein Loch, was da direkt ausgeht. Kann, ja. Auf so einem Segelboot schlafen, ist schon was Tolles. Mit einem leichten Geschaukel, Wasser plätschern und dann so ein Blick nach oben raus zum Himmel und den Mast. Wie gefällt dir die C38 Bavaria aus unserer alten Heimat? Aus Bavarien. Gut. Ja, muss man sich dann überlegen, ob man sich ein schönes älteres Schiffchen holt, so eine Zähle, ne, wie die Bootsprofis immer sagen. Genau, ein Schiff mit Zähle. Oder eben ein neues. Mit Riesenraum hier. Ne? Ein Schnickschnack. Oder eben, wenn man eher einen knapperen Raum möchte und Weltumsegelung geht, zu zweit, ganz eng gekuschelt. Oder eben hier ein größeres Schiff mit Raum. Kommt drauf an, was man will. Viele sagen ja, so ein kleineres Boot, da fällt man nicht so rum bei Lage. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt mir sagen lassen, die neue C-Linie, die macht gar nicht so viel Lage wegen diesem eben Knickspann und dieser Leute, Breite. Vielleicht, weil sie die Leute auch meistens nur am Hafen liegen haben. Deswegen macht sie nicht so Wassercamping, viel Lage. Ja. Mama, ich mag einen Eisbären mit Schwimmweste. Ein Eisbären mit Schwimmweste? Ich mag einen Eisbären mit Schwimmweste. Eine X-Yacht ist auch was Schickes, ne? Hier sogar mit Carbonmast. Wow. 450.000 Euro. Wow. Schade, dass hier nicht ein paar gebrauchte Boote mal auch gibt. Mal kein Rollmast, sondern ein Rollbaum. Also auf diesem Boot ist echt alles verbaut, was teuer ist. Auch alles mit Teak. Ich finde es die X-Yacht. Klasse.
Aber dafür kann man sich ja ein Einfamilienhaus kaufen. Kaufst du mir die X-Jacht, bitte? Mami. Bitte, kaufst du mir.